Gespannte Stille bei den Viertklässlern der Theodor-Heuss-Schule. Seit Wochen fiebern sie dem Besuch des Musical-Stars Andreas Lichtenberger entgegen. Und dann war es soweit. Mit Dschungeltrommeln und Leopardenkostümen empfingen die Schüler den Schauspieler. Naja, da steckt doch eine ganze Menge Arbeit dahinter. Also die einen haben getrommelt wie die Wilden, die anderen haben englische Liedtexte gelernt, freiwillig, mit Riesenbegeisterung. Die nächsten haben sich verkleidet, das war auch ein Aufwand. Und die Lehrer mussten natürlich auch mitarbeiten, dass wir so einen Musical-Star da gut bedienen können. Die Musical-Karriere von Andreas Lichtenberger begann vor vielen Jahren hier in Memmingen. Bei dem Projekt Teenager singen, kurz Ten Sing des CVJM, spielte er seine ersten Rollen. Und die Schüler wollten ganz genau wissen, wo er seitdem überall mitgespielt hat. Das ist dann im Staatstheater in Stuttgart, im Schauspiel, wo ich 7 Jahre war. Das war ein Kinderstück, das hieß Rulermann und hat in der Steinzeit gespielt. Und eigentlich hatte ich da fast schon die gleiche Perücke, die ich auch heute als Affenchef habe. Doch damit war die Fragestunde noch lange nicht beendet. Momentan spielt Andreas Lichtenberger Kertschak, den Anführer der Affen, im Musical Tarzan. Die Geschichte kennen die Schüler gut, doch über das Musical wollten sie mehr wissen. Zum Beispiel, wie man eigentlich so einen Affen richtig spielt. Affen benutzen ihre Hände nicht so, wie wir sie benutzen. Ja? Wenn die sich fortbewegen, die gehen ja auf allen Vieren. Auf den Knöcheln sind sie unterwegs. Ja? Also man wird auch jeden Tarzan-Darsteller wird man daran erkennen, dass wenn er vom Tisch aufsteht, er stützt sich nicht so ab, sondern er stützt sich so ab. Das geht in Mark und Blut über. Man hat die Knöchel als Einsatz und dann hängt der Rücken so ein bisschen durch. Ja? So, das passiert. Und wenn sie gehen, wenn sie aufrecht gehen, dann haben Affen haben ganz lange hängende Arme. Die Hände gehen so ein bisschen innerhalb. Der Daumen ist nicht wirklich wie bei uns so ganz auf der anderen Seite, sondern der hängt hier so ein bisschen mit dran. Das sind Affenhände. Ja? So. So sind die Hände, die sind dann in der Verlängerung und das hängt runter. Und dann ist man immer leicht in den Knien, gehen wir, und man hat ein leichtes Hohlkreuz. Und dann geht so ein richtig in die Erde rein der Gang. Das ist so ein. Ich fand's gut. Sehr gut. Und was hat dir am besten gefallen? Als der es so getan hat wie ein Gorilla. Dass der Andreas Lichtenberger mit dem Gorilla nachgemacht hat. Und dass er so geschrien hat. Neben den vielen Fragen hatten die Schüler auch eine kleine Show vorbereitet. Für dieses Lied haben die Viertklässler extra englische Texte gelernt. Ich glaube, gerade an der Schule wie der Theodor-Heuss-Schule, wo sehr viele verschiedene Nationalitäten aufeinandertreffen, ist es sehr von Vorteil, die Botschaft von Tarzan weiter zu verbreiten, die erzählt, dass die Lebewesen alle gleich sind. Darum auch bin ich ein bisschen drauf rumgeritten auf dieser Sache mit den Händen, wo sich Tarzan und Carla an den Händen machen und sie sagt, schau, wir sind gleich, die Hände passen zusammen und die Herzen schlagen gleich. Und dass man einfach ein bisschen aufeinander aufpasst, auch dass eben Tarzan am Ende der vermeintliche Feind der Affen am Ende die Verantwortung für die Affen übernimmt. Und es geht eigentlich immer bloß darum, zu zeigen, wie kann man Gemeinschaft leben. Und ob das jetzt eine Schulgemeinschaft ist oder eine Affengemeinschaft oder irgendeine Lebewesengemeinschaft, macht ja keinen Unterschied. Die Begeisterung war den Schülern wirklich anzumerken. Ob beim Fragestellen oder wenn sie ganz konzentriert getrommelt haben. Und vielleicht kommt ja irgendwann der nächste Musical-Star aus Memmingen.